Guten Morgen, liebe Geschwister miteinander. Liebe Grüße hier aus Brüssel, aus Paris, Entschuldigung, Belgien, Brüssel. Und zwar Römer 5, Vers, welcher war es nochmal gewesen? Ich glaube 23. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat und ja, sich für die Sünder hingegeben hat, als wir noch Sünder waren. Das ist die frohe Botschaft, wo wir sagen wollen, aus Römer 5. Ja, der Tagesvers von der guten Saat. Jawohl, dem, der Jesus Christus hat. Ja, wie ihr schon erkennen könnt, hier im Hintergrund sind wir bei der arabischen Gemeinde. Da liegen auch die Kalender aus. Also wer wo wohnt und kann Kalender auslegen oder Literatur, ist es eine super Möglichkeit, das zu tun. Heute Abend ist wieder einiges weggegangen, auch die gute Saatkalender. Und genau, das ist die arabische Gemeinde. Gestern, wo wir ankommen waren, da hat man gleich Bibelstunde gehabt und es war großer Segen, da Gemeinschaft zu haben mit den Geschwistern. Und darüber ist es auch gegangen, ja, wie sehr, dass in dieser letzten Zeit ja falsche Christen sich einzuschleichen suchen und erzählen, ja, durch die Wunder, die getan worden sind, aber nicht aus der Kraft und der Macht Gottes, sondern von Teufel, und das immer mehr zu erkennen. Die Bibel sagt, dass ich das alles mit der Bibel auch decken muss. Und genau, dass nichts von Menschen eben getan werden kann. Ja, wir hatten auch die Geschichte unter anderem gelesen mit in der Wüste, wo eben unterwegs gewesen war, der, mit dem Pharao, Mose, und dann auch mit seinem Bruder Aaron, wo aus diesem Stab die Schlange geworden ist. Da konnte man erkennen, auch der Pharao konnte eben aus diesem Stab eben eine Schlange machen. So dürfen wir erkennen, der Teufel macht viele Wunder, er versucht viele, er versucht, wen er zu verschlingen kann. Ja, wir wünschen Ihnen an den heutigen Tag, dass Sie in der Bibel lesen, auch in Römer 5, was es wirklich heißt, wie Gott liebt und dass er sich hingegeben hat für die Sünden, ja, wo wir nichts von Gott wissen haben wollen. Das ist eben unsere Hoffnung, dass wir sagen können, so groß ist die Liebe. Ja, wir machen hier auch wieder die Literatur. Hier vorne gleich ist die U-Bahn-Station, auch hier ist das Rathaus hier vorne in Lagen, in Boxtal. Und ja, da verkündige ich mir Gottes Wahrheit. Und dass nicht nur überall die Zeugen Jehovas stehen, dazu machen wir ihnen Mut, Gottes Wahrheit zu verkündigen. Genau dieses Haus, wo eben aus dem dritten Stock, aus über 10 Meter damals, ein Kind runtergefallen ist und überlebt hat, das ist momentan in Gerüst, und hier direkt befindet sich die Gemeinde, wo wir eben auch das Evangelium weitergeben. Wir fahren jetzt gleich, ja, zum Markt nach Mölnbeck. Da wollen wir vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick geben. Dankeschön, Gottes reichen Segen und ja, Shalom. Danke für alle Gebete.